Thema 100%. Und wenn ihr so ein bisschen Advent schaut, dann sieht man mega viele Mathe-Rechnungen. Und ich persönlich bin auch froh, dass ich gefunden habe, ich mache jetzt mit euch keine Mathe-Stunde, keine Panik. Weil ich habe immer Fensterplatz gehabt. Also, nein, eigentlich nicht, ich bin einfach scheiße in Mathe. Ich wollte heute mit euch das Thema 100% deine Entscheidung. Egal was du entscheidest, es ist deine Entscheidung. Und auch, ob du mir zulässt oder nicht, was du mitnimmst, wie du heimgehst, ist vollkommen deine Entscheidung. Und ich würde gerne zum Anfang auch noch beten. Hey Jesus, ich danke dir einfach mega fest, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort wirklich hören dürfen, dass du uns gute Entscheidungen treffen lässt, dass unsere Herzen heute einfach ehrlich dürfen sein mit uns selber, wo wir stehen, wo wir Hilfe brauchen, wo wir echt mal einen Kick in Arsch brauchen. Dass wir einfach dürfen in deine Gegenwart kommen und an dein Vaterherz. Amen. Ich will heute unbedingt keine Schontherapie-Predigt machen. Weil Jesus, wenn er etwas war, dann 100% radikal. Dann hat er etwas durchgegeben. Und es ist mir mega wichtig, dass wir das einfach so ein bisschen hinten dran haben. Es soll einfach nicht auch ein genialer Preach sein. Weil wenn du nämlich daheim bist und du siehst eine geniale Fernsehsendung, dann wird das mega schnell einfach ersetzt. Du gehst heim und du hast alles vergessen. Und ihr dürft euch bewusst sein, dass ich die Leute anspreche, hauptsächlich, die schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Einfach, dass das ein bisschen im Hintergrund ist. Die meisten von euch kennen mich nicht und darum werde ich von meinem Leben erzählen, mein Leben als Beispiel nehmen und zeigen, wie es mir gegangen ist und wie es euch eben nicht gehen soll. Ich bin aufgewachsen als Pastorenkind im Engadin, Pontresina. Mein Papa war Pastor. Und ich durfte mega coole Sachen erleben. Also, ich meine, schon nur die Skipiste dort im Engadin, da gibt es gar nichts anderes, was irgendwie besser ist. Und trotzdem hat es einen mega einschneidenden Augenblick gegeben, als ich dort war. Und zwar, dass Christen Christen verletzen. Und das ist einfach mega oft so und es prallt aufeinander. Und es hat bei uns so weit geführt, dass der Papi den Job sozusagen verloren hat und er allgemein das Pastorenamt abgelegt hat und einfach gefunden hat, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Es hat so weit geführt, dass wir als Familie schlussendlich aus dem Engadin weggezögelt sind nach Engelberg im Kanton Obwalden. Und für mich war das ein mega einschneidender Augenblick in meinem Leben. Ich war erst 12 oder 12 ist so eine Phase, du fährst so ein bisschen auf ein Teenagerle und ich bin ziemlich lebendig, ich dementsprechend ein bisschen mehr. Und es ist einfach wie ein riesen Break in meinem Leben passiert. Alles, was passiert ist und vor allem der Umzug, habe ich als Ausrede für mein Leben genommen, um nachher folgende Sachen, die ich erzählen werde, einfach zu machen. So, Allah, wenn wir nicht umgezogen wären, dann hätte ich diesen Scheiß auch nie gemacht. Ich habe die Entscheidungen, die ich getroffen habe, immer abgespielt auf das Problem oder auf meine Eltern oder weiss der Henker was. Und es hat angefangen damit, dass ich einfach rebellisch geworden bin. Zuerst mega simpel. Wir sind gezögelt und ich habe mir einfach ziemlich schnell mal einen Freund suchen da. Das klingt ein bisschen krass, aber manchmal ist es einfach nicht so. Ich war wirklich auch erst so um die 12 herum und wenn ich heute so 12-jährige Kiddies irgendwo umschlecken sehe, denke ich echt, hey, come on. Ich sage nicht mal, nehmt euch ein Zimmer, weil es ist mir einfach zu jung. Und ich vergesse mega, dass ich selber zu diesen Kids gehört habe. Und mir Identität über den Freund geholt habe. Und ich habe es nicht mal gecheckt, aber im Nachhinein habe ich mal mein Tagebuch gelesen und ich habe geschrieben, wie schlimm es war, dass ich aus dem Engadin zügeln musste. Und was passiert ist, als ich einen Freund bekommen habe. Ich habe mich mega easy gefühlt, mega gut und geschrieben, jetzt sind all meine Probleme voll wieder erledigt. Nur was passiert, wenn du Schluss machst mit dem Freund? Oder wenn der Freund dann eben mit dir Schluss macht. Es ist keine Identität mehr, weil ich mich über den Freund identifiziert habe.
Und die Leere, die ich hatte und irgendwie versucht zu füllen, war immer weg. Und was passiert automatisch? Du willst das ja wieder irgendwie gefüllt bekommen. Also stürzt du dich einfach wieder in die nächste Beziehung. Und so hatte ich einen riesen Beziehungskreisstrudel. Zum Schluss wieder zusammen, wieder irgendwie. Ein riesen Knusch auf alle Fälle. Und irgendwann hat es mir nicht mehr gelungen, dass das so ein bisschen als Provotion meinen Eltern gegenüber gelungen soll, weil die haben sich langsam ein bisschen damit abgefunden. Und es kam mir die Idee, gekommen, hey, ich weiss, dass sie auch nicht gerne haben, wenn ich rauche. Gut, gehen wir die Ziege posten, da hast du ja so unglaublich viel Taschengeld mit 14, oder? Dass du auch noch alles in den Kasten runterlassen musst, dass du noch illegal kannst, das Zeug holen kannst. Dann haben wir das gemacht und ich habe extra draußen vor der Tür geraucht. Oder ich wollte erstens, dass meine Parents das sehen und zweitens wollte ich einfach, dass ich mega stinke. Und ich bin sozusagen reingekommen und fast mit den Armen geschwungen, so alles schmecken da rein. Ich habe jetzt gerade geraucht. Einfach, dass sie ausrasten, oder? Dass sie wirklich einen Moment haben, wo sie sagen, hey, das geht gar nicht. Und ich muss sagen, ich respektiere meine Eltern abartig dafür, dass sie nie irgendeinen Pieps gesagt haben. Also ich meine, man schmeckt ja, wenn einer geraucht hat und neben dir steht. Das ist nur ein tut ziemlich schnell identifizieren, was konsumiert worden ist. Und meine Eltern haben einfach nichts dergleichen da. Wirklich, die sind voll easy peasy, haben sie mich ignoriert. Und das hat mich schlussendlich aggro gemacht, weil ich es ja nur gemacht habe. Ich habe ja nur angefangen zu rauchen, um sie hässig zu machen. Und somit habe ich ziemlich schnell aufgehört. Also sie haben sozusagen eigentlich die besten Methoden angewendet. Weil ich persönlich habe Rauchen nämlich echt hässlich gefunden und habe nur geraucht, um Eltern zu provozieren, was ja eben, by the way, nicht funktioniert hat. Wenn du als Pastorenkind aufwachst, dann gibt es noch etwas, was du ziemlich klein schon mitbekommst. Nämlich, hey, kein Sex vor der Ehe. Und ich muss hier schnell eine Klammer aufmachen. Das ist ein mega geiles Thema, um darüber zu preachen, um zu erzählen. Hey, es ist so viel mehr, wie einfach nur kein Sex haben. Aber es ist jetzt leider keine Zeit, um das hier alles auszuführen. Klammer zu. Dürft mich gerne ansprechen über Facebook und das diskutieren. Kein Sex vor der Ehe. Was macht man, dass die Eltern denken, hey, sie ist doch voll eins am durchgehen, oder? Man kann natürlich auch dort dementsprechende Utensilien kaufen. Also habe ich mir Kondom suchen da und ich habe die irgendwie so daheim platziert, dass wenn die Mami irgendwie abstappt, sicher noch ein Ziegepäckchen findet und unter anderem dann eben die Kondome. Und das hat das mal tatsächlich funktioniert, weil meine Mami ist es nicht so mega schwer gefallen, dass ich mit meinen Freunden schlafe, wenn ich so einen regen Beziehungskreislauf habe, das zu glauben. Und habe wirklich eine von den Standpauken von meinem Leben kassiert. Und meine Reaktion war einfach, hey, ihr seid so selber die Schuld, es ist alles eh nur wegen euch. Ihr wollt zügeln, ihr seid weggegangen, ihr habt den Scheiß gemacht. Echt euer Problem. Das Coole ist, und was ich Gott jetzt immer noch mega danke, dass es nie zu einem Geschlechtsverkehr gekommen ist. Ich könnte euch die crazysten Geschichten erzählen, wie das amigs einfach plötzlich nicht stattgefunden hat, wo einfach Wunder sind, wo Gott einfach hardcore in mein Leben eingegriffen hat. All das hat trotzdem dazu geführt, dass ich riesen Stress hatte. Wenn du dich über Menschen identifizierst, bist du auch automatisch immer im Leistungsmodus. Du willst etwas geben oder du nimmst nur und zugst den anderen aus. Und mir ist so weit gegangen, dass ich echt gesagt habe, hey, mein Kopf ist voll, schießt mich wirklich an, ich mag nicht mehr. Und ich weiss nicht, ob du das Gefühl auch schon kennst, wo du echt sagst, hey, ich mag wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr. Wo du merkst, es ist so viel einfacher, dir jetzt das Leben zu nehmen und zu sagen, hey, ciao. Für alle, die hinterblieben sind, ist es einfacher. Für mich ist es umso einfacher. Dann kann ich machen, was ich will. Oder eben auch nicht, weil ich tot bin. Aber weil einfach, du magst nicht mehr. Du nimmst dir einfach das Leben. Und ich bin auf einer Brücke gestanden und habe runtergeschaut und bin echt so ein bisschen am Geländer rumgelaufen. Und einfach Gott gesagt, Mann, Gott, echt jetzt, wenn es dich geht, du musst einfach mal etwas machen, du musst einfach jetzt mal wirklich in mein Leben eingreifen.
Und wisst ihr, ehrlich gesagt, wäre ich runtergekumpelt, ich hätte mir vielleicht beide Beine gebrochen, es war nicht so hoch gewesen. Aber es ist mir darum gegangen, dass ich nicht mehr mögen und Gott einfach herausgefordert habe, hey, greif in mein Leben ein. Und das hat er auch gemacht. Er hat 3 Wörter gesagt, die mir so abartig eingefahren sind. Und ihr wisst sicher, was die 3 Wörter sind. Ich sage sie gleich. Er hat gesagt, ich liebe dich. Und ich habe noch gehört, wie er sagt, weißt du, Sarah, ich habe einen mega Plan für dich. Und ich habe eine mega Zukunft für dich. Und ich will, dass du lebst. Und in dem Moment war das wie alles, was ich gebraucht habe. Was ich wollte oder konnte aufnehmen. Mein Papi hat gleich auf einmal die Church gewechselt. Wir sind nach Luzern in eine Pfimi gegangen. Und dort ist mir etwas aufgefallen, als ich reingekommen bin. Und eine Leiterin gerade mit mir hat so angefangen zu reden. Die hat so krasse Augen gehabt. Die Augen haben richtig geleuchtet. Und du hast gemerkt, die hat etwas intus, wo ich auch will. Und sind definitiv keine Drogen, weil sie benimmt sich normal. Was hat sie, wo ich noch nicht habe? Und dann habe ich gecheckt, hey, sie hat einen Entscheid getroffen, den sie 100% durchgezogen hat. Nämlich das Leben Jesus zu geben. Und mit 16 habe ich das gemacht. Und was heisst das, das Leben Jesus zu geben? Es heisst unter anderem, dass du gecheckt hast, dass du nichts, aber auch wirklich gar nichts kannst dazu beitragen, dich selber aus der Scheisse, wo du dich selber reingerettet hast oder reingeritten hast, wieder rauszuholen. Du hast verstanden, dass du jemanden brauchst, der dich echt am Arm packt und rauszieht. Das Problem war nur, durch das, dass ich so von Christen verletzt worden bin, hatte ich voll die Straub Vorstellung von Gott. Gott war für mich etwas mega Abstraktes, weil die Christen, die ich kennt habe, haben zwar gesagt, sie sind Christen, aber anhand von dem, was sie gemacht haben, haben sie mir einfach einen Gott präsentiert, wo ich gefunden habe, hey, den brauche ich im Fall nicht. Der ist immer der, der auf mich abdrückt, wo ich mir nicht mal vergeben kann, wo einfach immer das Gefühl hat, du bist so schlecht. Weil Christen einfach so gehandelt haben, als ob sie voll die Besserwisser sind oder wir haben es im Griff, wir wissen schon, wie es läuft. So sind wir Christen übergekommen. Ich habe das Gefühl, hey, ich will die Entscheidung nicht treffen, weil ich nicht Christ genannt werden will, weil ich einfach Christen erlebt habe, die die Identität von Gott missbraucht haben. Und gleich habe ich verstanden, dass da ein Gott ist, der mich so krass liebt, der so für mich ist, dass er seinen eigenen Sohn schickt, tötet, um seine Tochter, mich, zu retten, wenn ich an ihn glaube. Und weißt du, was mega tragisch ist? Ich würde jetzt auch gerne einfach so eure Sprechblasen sehen. Weil wenn man diese Botschaft erzählt und den Christen so oft schaltet, dann einfach gerade auf stumm. So viele haben es einfach schon zu oft gehört, dass Jesus gestorben ist. So viele denken einfach, hey, pff, ja, easy das wieder, oder? Kennen wir schon. Aber hey, da ist ein Typ für dich gestorben für einen Scheiß, den du gemacht hast. Scheiß, den du echt nicht verdient hast, dass dich einer wieder rausholt. Und weil wir so larifari mit diesem Gedanken gut umgehen, habe ich schon mega oft Folgendes erlebt. Du fragst einen, hey, gell, du bist Christ. Und dann sagt er oder sie, ja, voll. Ja, aber ich komme bei dir irgendwie nicht so ganz raus, wie du das lebst, oder? Ja, weißt du, mit Jesus ist es ja voll easy. Ich kann nachher immer noch voll die Sau durchgehen und bös gesagt, ich durchgegen um Vögel. Sorry für den Ausdruck, aber es ist einfach so. Und dann denkst du so, what? Das hat für mich so viel mit Namenschrist zu tun. Du triffst irgendwie eine Entscheidung, aber du weißt selber, die ist nicht 100%, weil sonst würde dein Leben anders aussehen. Und du lebst etwas ganz anderes. Und dann fragst du nachher, ja, warum machst du das? Und ich habe schon mehr wie einmal folgende Antwort gehört. Du weißt, es ist mega geil, wenn ich dann einmal richtig Ja sage zu Gott. Dann habe ich ein voll cooles Zeugnis, wie er mich wieder aus der Scheisse rausgeholt hat, wo man sich ja selber reingeritten hat.
und kann dann mit dem angeben und umso kühler dastehen. Hey, da kriege ich im Fall ernsthafte Vögel. Nein, wirklich. Das sträubt ziemlich in mir innen einfach alles. Ich meine, wir erzählen hier von unserem Leben, viele Pastoren machen das, aber sie machen das nicht zur Unterhaltung. Sie preachen es nicht einfach, damit es mal gesagt worden ist. Und ihr kriegt meistens die 5 bis 10 Minuten mit, wie es wieder gut geworden ist. Aber keiner kommt wirklich mit über, wie oft ich zum Beispiel daheim gebrüllt habe. Wie lange ich hatte, bis ich mit Gott den ganzen Scheiß wieder aufgerümpelt hatte. Und wie es manchmal immer noch Situationen gibt, wo ich definitiv mehr Schutz brauche wie andere Frauen. Und dann kommt jemand und sagt dir, ja, ich finde es mega cool, wenn ich mich irgendwie noch selbstständig in die Scheisse reinreiten kann, damit ich nachher ein cooles Zeugnis erzählen kann. Das ist wie ein Faust in deine Fresse. Sorry für den Ausdruck. Aber es ist wie, hey, du erzählst etwas, damit es die Leute nicht machen. Und die Reaktion ist, geiles Zeugnis, ich mache es, damit ich ihnen das auch erzählen kann. Sorry, die Botschaft ist voll nicht angekommen. Ich habe mir überlegt, oder du darfst dir das selber auch überlegen. Was ist, wenn Gott dich fragt, hey Sarah, du hast doch damals irgendwie am 5. Mai eine Entscheidung für mich getroffen. Warum zum Henker bist du nachher einfach immer wieder dich sinnlos besaufen? Du hast doch die Identität in mir gehabt. Warum hast du dein Herz gleich x-tausend Männer hineingehängt? Du weißt doch, dass ich dir zuerst das gebe, was du brauchst. Warum bist du nicht zu mir gekommen und hast es wieder geklärt, dass ich es wieder wegnehmen kann? Was soll ich denn sagen? Ja, weißt du, Gott, ich habe eben gedacht, dass wenn ich mich dann mal richtig entscheide für dich, dann ist das ein geiles Zeugnis. Ich glaube, Gott lenkt sich den echten Kopf und sagt, du hast nicht verstanden, was mein Sohn dort gemacht hat für dich. Du hast nicht begriffen, was für eine Liebe ich dir da entgegengebracht habe. Und ich glaube, er kann nur brüllen und weglaufen. Es gibt so einen Spruch, I will serve Jesus when. Also ich werde Jesus dienen, wenn. Und das wenn, nach dem Komma und was auch immer denn dort kommt, ist genau der Part, der grösser ist wie Gott. Wo eigentlich dein Götz ist. Weil du willst das zuerst gemacht haben oder zuerst erledigt haben, anstatt dein Vertrauen 100% auf Gott zu setzen und zu sagen, hey, er hat es im Griff und er kann es. Der Bobby, wer kennt den Bobby da drinnen? Sicher mega viel. Woo, sehr schön. Der Bobby hat letztens etwas mega cooles preached. Er hat erzählt von seinem Leben und er hat gesagt, schaut, ich bin nach Afrika gegangen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welches Land. Und dort sind wir ins Land gegangen und wir haben den Kiddies einfach Kleider verteilt. Und dann kommt so ein kleiner Bub und hebt meine Hand und lässt sie einfach für eine Stunde nicht mehr los. Und dann redet Gott zu ihm. Und Gott redet, was hätte der kleine Bub gemacht, wäre er an dieser Stelle gewesen? Hätte er mehr aus deinem Leben rausgeholt, wie du jetzt aus deinem rausgeholt hast? Weil er plötzlich Finanzen hatte? Weil er plötzlich Ausbildungen zur Verfügung hatte? Und diese Überlegung ist echt deftig. Wenn irgendjemand mein Leben könnte leben, hätte er mehr daraus rausgeholt. Bin ich mein Leben einfach am Dahinleben? Oder gebe ich hardcore 100% für etwas? Und die 100%, die kosten die manchmal etwas. Aber das ist okay. Es ist mega lustig, dass wenn es darum geht, dass du die 100% Entscheidung für dein Leben triffst, dass dann nicht irgendwie der Individualismus vom Menschen abschaltet.
Oder überall in deinem Leben triffst du die Entscheidungen für dein Leben selbstständig. Du weißt, was du anlegen willst, du weißt, was du trinken willst, du weißt, mit welchen Kollegen du hängen willst, du weißt, was du für deine Zukunft willst. Ich, mir, meiner und mich, Hauptsache uns geht es gut. Aber wenn es um den Glauben wenn es um den Glauben geht, warum schalten denn immer alle auf Vergleichmodus? Das ist mega spannend. Beim Glauben plötzlich, Individualismus gilt voll nicht mehr. Ich vergleiche mich zuerst und schaue mal, wie die Lage ist. Und das Geile ist, dass wir uns dann immer mit denen vergleichen, die hinter uns nachschnäckeln. So, yes, gar, hey, schau mal, wie krass gut ich unterwegs bin, der dort hinten schnackt im Zeugs umeinander. Hey, sorry, vergleich dich mal mit dem, der dir vorbeisäckelt. Oder noch besser, vergleich dich gar nicht. Das ist nämlich das, was Jesus gesagt hat. Wir sollen uns nicht vergleichen, weil du musst die Entscheidung für dein Leben treffen und das Leben, Punkt. Im Johannes 21 redet Jesus mit dem Petrus. Und Jesus fragt den Petrus, hey, liebst du mich? Und der Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Daraufhin zeigt ihm Jesus die Vision für sein Leben. Hüt meine Schafe. Und wenn wir noch weiterlesen in der Geschichte, gibt er ihm sogar einen Teilausschnitt, wie er nachher wird sterben in Gefangenschaft. Und ich meine, wenn ich das gehört hätte, hätte ich dann einmal eine Runde nachgefragt, hey Jesus, wie genau meinst du das jetzt da? Wenn du nachher sagst, folg mir nachher. Aber der Petrus, ich weiss auch nicht, was für Wattestäbchen die damals gebraucht haben, aber sie haben definitiv nicht funktioniert. Er macht nichts, er sagt nichts. Er dreht sich um und sagt, hey Jesus, was hast du mit dem dahinter vor? Was machst du mit ihm? Was hast du mit ihm geplant? Und Jesus sagt, hey, folg du mir nachher. Auf Deutsch. Kümmere du dich um dein Leben, weil es deine Entscheidung ist, es sind deine 100%, die du lebst. Und das führt uns dazu, dass wenn du sagst, ich folge dir nachher, dass du zwei Modus kannst wählen. Du kannst den Fan wählen oder du kannst den Follower wählen, den Nachfolger. Und Fans, die finden es einfach mega geil, wenn so mega viele Leute zusammen sind im Raum. Und das ist schon fast alles. Dann können sie Hardcore-Party geben und finden es einfach nur geil. Und sie sind die, die denken, hey, was gibt mir Jesus? Was gibt er mir? Und sie sind so lange da, bis sie merken, dass Jesus etwas fordert. Bis sie merken, dass Jesus sagt, hey, es kostet dich einen Preis. Es kostet dich ein Opfer. Und dann macht es Tatschbumm und alle verlassen den Saal. So alle, okay, Apfel, ich hau's den einisch, gell. Und das hat Jesus wirklich mal erlebt. Stell dir vor, du predigst von 3.000 bis 4.000 Menschen und dann erwähnst du, es kostet dich einen Preis und es macht zum und alle hauen einfach ab. Und das war so, dass wirklich nur noch seine 12 Jünger übrig geblieben sind. Und er sagt, hey, jetzt ist im Fall der richtige Zeitpunkt, um auch abzuhauen, falls er es auch noch machen will. Aber sie bleiben. Und wem sind später Zeichen und Wunder gefolgt? Wer hat in der Kirchengeschichte etwas bewirkt? Die Jünger. Ich habe die Entscheidung für mein Leben 100% getroffen. Das, was da vorne so glitzert, soll ein Symbol sein für das, was wir intus haben, wenn wir die Entscheidung getroffen haben und wie wir echt durch die Gegend scheinen können. Und ja, es kann gut sein, dass deine Kollegen dich als du bist so ein Opfer abstempeln. Aber wisst ihr, die Bedeutung von Opfer ist so cool auf Hebräisch. Es bedeutet nämlich, sich nähern. Und wenn du etwas machst, wenn du dich entschieden hast, du tust dich Gott nähern. Du bringst ihm immer wieder dein Herz. Und ganz ehrlich, manchmal kann ich das 4000 Mal am Tag machen, weil ich schon wieder irgendeinen Mist gebaut habe. Aber es geht um Kommunikation. Es geht um die Intimität, die du mit deinem Vater hast, was du mit ihm besprichst und redest. Und dann kommt er mit seinem Licht und er macht es einfach wieder weg, weil du durch sein Blut, durch Jesus Blut reingewaschen bist. Und der Foster, ein mega cooler Schriftsteller, hat gesagt, das Licht,
die einzige wirkliche Begründung, warum es das Licht braucht, ist, dass alles aus dem Weg räumt, was dich hindert, in die Intimität mit Gott hineinzukommen. Und logisch ist das angefochten. Weil wenn der Satan das nicht anfechten würde, hat er noch einen grösseren Punkt nicht verstanden. Da werden die Leute von Namenschrist oder Christen realisieren plötzlich, hey, ich bin Tochter, ich bin Sohn, ich habe viel mehr. Da checken die Einzelnen plötzlich, hey, wenn ich es wirklich für mich angenommen habe, dann bin ich das grösste Werbeschild von Jesus. Ich meine, du laufst dir gegen mit einem mega Kreuz inside oder einfach, ich weiss auch nicht, wie du das scheinen willst, aber die Leute werden es merken. Und ich hoffe, du wirst den Jesus von der Bibel präsentieren. Einen, der vergibt, einen, der immer Geduld hat, einen, der treu ist und so weiter und so fort. Ich hoffe nicht, dass du ein billiges Jesus-Imitat bist. Und zwar etwas drehst, aber innerlich überhaupt nichts gegangen ist. Und du genau dann das präsentierst, was andere Menschen davon abhalten, zu Gott zu kommen. In der Bibel heisst es, Offenbarung 3,15, wenn du weder warm noch kalt bist, spucke ich dich aus. Und einfach T-Shirt tragen, aber etwas ganz anderes leben, das ist lauwarm. Entscheide dich 100% für warm oder kalt. Und ich möchte gerne das Worship-Team auf die Bühne bitten, oder sind schon auf der Bühne, dass wir ein bisschen Hintergrundmusik geben können. Ich weiss, einige denken jetzt vielleicht, was bildet sich die eigentlich ein, das hier so zu erzählen? Was für ein Recht hat sie? Eigentlich keins, ausser ich wollte Selbstmord machen. Und ich stehe heute Abend hier. Warum? Weil Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Und der Plan ist mega, giga genial. Egal, was du immer das Gefühl hast, dass du verpassen wirst, du verpasst nichts, du startest durch. Egal, ob du das Gefühl hast, ja nein, aber nein, kann ich nicht. Lass das beiseite und vertraue mal einfach Gott, dass dein Leben so krass wird rocken. Wo auch immer in welcher Ausbildung du bist, lass auf dein Herz. Was hat Gott dir für Visionen gegeben? Und bist du auf dem Weg zu diesen Visionen? Weil wenn da innen alle würden aufstehen und 100% diesen Visionen folgen, die Gott ihnen ins Herz gegeben hat, für die, die sie innerlich auch brennen, anstatt normalen 0815 Alltag immer ein bisschen zu leben, hey, dann geht nicht nur in Zofingen etwas ab, sondern dann geht wirklich in der ganzen Schweiz richtig fett etwas ab. Und schau, ich weiss nicht, ob du sagst, hey, ich bin ein Christ. Oder zumindest habe ich das die letzten paar Jahre immer gesagt. Und wenn ich jetzt so überlege, dann merke ich, meine 100% sind fake 100% gewesen. Ich habe mich vielleicht 5% entschieden, aber 95% haben etwas anderes gelebt. Wenn du sagst, hey, ich bin ein Christ und ich habe 100% gegeben und ich will das Feuer einfach noch mehr haben. Mega genial. Wenn du sagst, hey, ich weiss nicht genau, was für Visionen Gott über mein Leben hat, dann find's raus. Und ich wollte einfach alle da vorne einladen und ihr werdet einen Aufstand ein bisschen hinterher rücken. Und wenn du sagst, hey, das Gebet ist mir wichtig, oder auch wenn du krank bist, ich glaube daran, dass wir einen Gott haben, der heute noch heilen kann, der heute noch ein Wunder tun kann. Was heute noch so genial ist. Das ist der Moment, wo jeder denkt, Scheiße, wer hockt links und rechts von mir, wenn ich da vorne komme? Und was denken die? Wie gesagt, die Entscheidung ist dein Entscheid. Du musst den selber fällen, 100% für dein Leben. Es geht mega nicht darum, was der links und rechts denkt. Möchte ich euch bitten, dass wir aufstehen und in Worship gehen. Und dass das Ministry-Team da vorne kommt und dass die Gebet brauchen und wollen für irgendetwas, das wir jetzt aufgezählt haben, vor allem für die 100% Entscheid, dass sie da vorne kommen und einfach zu jemandem vom Ministry-Team gehen und für euch beten lassen.